Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Wurager und diese Therapie ist nach kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Space Engineers und sind dabei, unsere Station weiter zu basteln. So, in der letzten Folge haben wir hier den Connector rangeklatscht und den Reaktor zum Laufen gebracht. Und damit läuft jetzt hier unsere Fertigungseinheit. Das hat den großen Vorteil. Wir brauchen nicht mehr bis hochfliegen. Wir können gleich von hier unten drauf zugreifen. So, das Problem ist, wir haben nichts zu fertigen. Produktion steht nämlich. Und zwar brauchen wir Eisenbahn. Wieso produziert er aber dann hier nicht? Base. Achso, weil die doch hier an Rohre hängt. Und die braucht auch Eisenbahn. So, das heißt im Großen und Ganzen, wir brauchen Eisen. Das heißt, wir machen mal unser Jetpack an und fliegen mal wieder kurz runter Eisen sammeln. So. Da liegt sogar noch ein bisschen was rum. Das ist praktisch. Da landen wir kurz hier und können den Quatsch hier einsammeln. So. So, einsammeln hier. Und das Ganze bringt jetzt den großen Vorteil, wir können es mit doppelter Geschwindigkeit sozusagen produzieren. Wobei produzieren doppelter Geschwindigkeit hängt immer davon ab, wie viele Ressourcen wir haben. Ohne Ressourcen kein Spaß. So, apropos kein Spaß, keine Ressourcen. Ich hatte ja ein paar Zuschaueraufgaben gestellt und bin ich schon mal ziemlich enttäuscht, dass da keiner drauf eingegangen ist. Die Frage war nicht, ob wir den Container versenken oder nicht, beziehungsweise, was war da eine andere Frage? Weiß ich gar nicht mehr. Container versenken war ja eine Sache. Muss man echt mal überlegen, was war denn das andere? Denk. Ach ja, wie viel Driller unser umgebauter, Drillmaster dann haben soll. War ja dann auch noch eine Frage. So, gehen wir mal hier ran. Da kommt ein bisschen Eisen hier rein. Dann können wir da ein bisschen losproduzieren. Da war nämlich auch eine Frage, wie viel Drills im Endeffekt unser umgebautes Spawnship haben soll. Da habt ihr aber nichts gesagt dazu. Da bin ich schon tierisch enttäuscht. Da müssen wir nochmal ein anderes Mal drüber sprechen. So, wir sind erstmal, wie gesagt, hier weiter beim Eisen sammeln. Habe schon einiges rausgeholt hier. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen schön gerade hier. Ein bisschen kann man schon versuchen, das Ganze in hübsch zu kriegen. Ist nicht ganz ohne. Das Ziel ist ganz klar, das aktuelle. Wir wollen die Raffinerie fertig kriegen, damit wir dann die Rohstoffe dann auch zu Material bekommen. Denn wenn wir jetzt anfangen mit Drillschippen und schön Spaß, haben wir ganz schnell ein großes Problem. Und zwar ganz einfach kein Platz mehr. Beziehungsweise wir werden nicht fertig. Oh, hier noch ein Zipfel, der muss auch weg hier. So, da haben wir ein bisschen Eisen, jetzt können wir wieder sammeln. Inventory full. So. Jetpack an hier, kurz den Flieger machen hier und mal kurz gegen den Tisch. Gegen das Schiff geditscht. So. So, Jetpack an. Wir können hier lang herein einladen. Mach du mir nämlich auch. Indem wir dann jetzt hier rüber in die Raffinerie werfen. So, Produktion. Sieht so aus. Inventar. Gucken wir mal, so produktionstechnisch haben. Ah ja, da haben wir jetzt so ein paar Stahlplatten wieder fertig. Werfen wir mal kurz hier rein. So, sieht ja rein mal so schlimm aus. Brauchen wir nur noch 400. Die sollten wir ja auch ruckzuck zusammenkriegen. So. Fliegen wir dann derzeit auch gleich wieder rüber. Also unser aktuelles Grundproblem ist, wir brauchen definitiv mehr Eisen. So, dann sammeln wir einfach mal das ein, was wir jetzt hier haben. So. Ja, jetzt haben wir ein kurzes Leck hier schon wieder. Ja. Obwohl ich eigentlich den Autosave abgeschalten habe, weil der, es läuft ja noch nicht ganz so rund. Da gibt es ja immer lustige Hängenbleiber als solches. So, Inventory schon wieder voll. So, also werden hier noch eine Weile hin und her fliegen, das will ich jetzt schon kommen. So, da kann man wieder ein bisschen Zeit zum Schwatzen. Bietet sich halt immer an. Warum funktionieren unsere Trägheitsdämpfer nicht? So, hier kann man ein bisschen schwatzen. Worüber mag ich denn heute gerne reden? Oh, ich habe so einiges auf meiner Liste drauf, wo man gerne mal drüber schwatzen könnte. Eine Sache, die fand ich ja besonders lustig, ehrlich gesagt. Und zwar, das hat die liebe Koalition ja wieder mal verbracht. So, wir haben ja in Frankreich die bösesten Terroranschläge in solches und über was macht sie unsere Koalition für den Kopf? Um die eigentlichen Terroristen unserer Gesellschaft, und zwar kleine, quengende Kinder. Da habe ich nämlich gelesen, dass jetzt die Koalition die
die, sag schon, die Quengelzone in der Kasse abschaffen will. Beziehungsweise per Gesetz dafür sorgen, dass mindestens eine Kasse ohne Süßigkeiten ist. Wobei ich mir die Frage stelle, warum soll? Ich kenne ein anderes Konzept, das hilft auch wahnsinnig gut gegen quengelnde Kinder. Und zwar nennt sich das Erziehung. Ganz neues Konzept, Kinder erziehen. Und dazu gehört auch, dass sie das Wörtchen Nein lernen. Und wo kann man das besser üben als an der Quengelzone? Oh, hier kommt ein neues Material dazu. Was haben wir denn da? Oh, Magnesium. Inventory full. Na gut. Also, da habe ich mich echt gefragt, ob wir keine anderen Sorgen haben als quengelnde Kinder an einem Supermarkt. Das eigentliche Problem ist, dass hier viele Eltern sich ja nicht mal das leisten können, was an der Quengelzone gibt. Weil dank Hartz IV und sowas ja dafür nichts drin ist. So, Magnesium da reinwerfen. So, Produktion, wie sieht's aus? Sieht ja schon mal super aus hier. Ah, nee. Sollen wir mal hier reingehen? Genau. Und, aber wir werden dann sicherlich keine quengelnden Kinder mehr an den Kassen haben. Das ist auch toll, wa? Ja, als ich das gehört habe, dachte ich, oh, jetzt, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Zum Beispiel mal vielleicht die Kinder im Bildung so verpassen. Wenn ich da gehört habe, da gab es ja diesen einen schicken Tweet von dem 17-jährigen Mädchen, was da geschrieben hat, ich habe keine Ahnung von Steuern und so dergleichen und Versicherung, aber dafür kann ich eine Geschichtsinterpretation in 4 Sprachen machen. War auch eine ganz interessante Diskussion die letzte Woche. Und zwar war dann die Frage, natürlich hat das Mädchen sehr viel Zuspruch gekriegt, hat mit ihrem Tweet eine Welle ausgelöst auf Twitter, das ist unglaublich. Der große Wichtige ist, es wird wenigstens wieder mal drüber diskutiert, über die Bildung unserer Kinder. So, aber da gibt es auch wieder andere Stimmen, die sagen, ja, dafür sind die Schulen nicht zuständig, die sollen auf das Berufsleben vorbereiten, bla bla. Natürlich sollen sie das, aber dazu gehört natürlich auch, dass man seine Steuererklärung machen kann, wenn man das sauer verdiente Geld dann ja auch irgendwo was man kriegt, auch irgendwie korrekt anlegen will. So. Mal gucken, wie sieht es da jetzt aus. Wir werden noch ein bisschen Eisen besorgen. Ist interessant zu verfolgen, wieder mal eine Bildungsdiskussion. Natürlich sehe ich das auch ähnlich, dass eine ganze Menge Zeug, was in den Schulen gelehrt wird, ja, schon ein bisschen eine Bedenke ist. Aber andersherum, manche Sachen scheinen nach Quatsch zu sein, aber haben doch schon wiederum einen Sinn. Das darf man auch nicht vergessen. Dazu gehören leider auch Geschichtsinterpretationen. Klingt eher in der Seite erstmal nach Quatsch, aber wenn man sich überlegt, was passiert bei einer Geschichtsinterpretation, da lernt man sich mal mit deutscher Sprache auseinanderzusetzen und deutsche Sprache zu versehen. Weil da ist es auch ein bisschen so, das Üben von deutschen Texten verstehen und dergleichen. Manche haben ja schon Probleme, deutsche Sprache klar zu verstehen, wenn man von dem was will. Und von daher ist das auch nicht ganz so verkehrt. Aber dennoch würde ich sagen, ein bisschen praxisnahere Schulbildung wäre nicht verkehrt. Oder praxisnah vielleicht auch nicht das Richtige, vielleicht auch mal erklären, warum Kinder etwas lernen sollen und nicht sie einfach nur mit Wissen vollstopfen und sagen, ihr müsst das lernen und ihr freut euch über das Leben. Das kann es ja auch nicht sein. Weil dann werden die Kinder halt unzufrieden, weil sie einfach nicht wissen, warum sie irgendwas lernen sollen. So, mal gucken, dann haben wir wieder 135 zusammen. So, und wenn der reingeschweißt. Ja, sieht ja super aus. 988. Ist ja unglaublich, wie schnell wir hier vorankommen. So. Mal gucken, was wir sonst noch treiben. Ach ja, es gab ja noch einen nachgezügelten Kommentar zur vorletzten Folge. Und zwar die Frage nach dem Farbschema unserer Technikanlage. Da hatte liebe Okami da noch einen Vorschlag gehabt. Und den finde ich ganz super. Weil der so schön abartig ist. Er will mich ärgern, aber ich lasse mich nicht ärgern. Ich ziehe das durch. Und zwar hat er sich gedacht, oh, was in rosa oder lila? Das lässt sich bestimmt machen, wenn nicht sogar beides. Und ich habe schon so eine Idee, das sieht bestimmt ganz cool aus, wenn man das richtig angeht. So, hier werden wir hier weiter rausbuddeln hier. Dann werden wir mal ordentlich Metall kriegen hier. So. Ja, wenn wir richtig mal aggressiv herangehen. So, also, da werden wir dann was machen. Da werde ich aber warten, bis die Technik soweit fertig ist. Dann können wir dann mal das in ganzer Schönheit betrachten. Inventory full. So, da ist das Inventory voll. Das ist auch schön. Als solches. So. Sieht ja wieder spannende Zeiten hier mit dem Hin- und Herfliegen hier. Hoppala. Also hier rüber können wir ja auch mal rangehen. Das geht ja auch. Sind wir ja nicht so. So. Mal gucken, Produktion, das nächste, was wir definitiv brauchen, sind nämlich Motoren. Vielleicht nochmal hier 10 Stück, die wir nämlich als nächstes hier reinpacken.
zwar, wenn die dann fertig sind mit dem Eisen, dann brauchen wir nicht die Motoren. Weil da war noch ein kleines, ich sag mal, Defizit. Und aua, 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 wir sind gestorben. Das kann nicht sein, wir sind das erste Mal gestorben. Wieder her. Hier wird das interessant, Rettungskapsel bereit und sowas. Raumanzug, das führt nämlich zu dem Problem, dass man dann das Spawnschiff wirklich los ist. Wie habe ich denn das hingekriegt hier? Da liegt unser Kadaver rum hier. Mr. Schnürschuh als. Also an Strommangel kann es nicht gelegen haben, weil das Licht haben wir noch an. So, gehen wir mal rein. Haben wir noch was drin? Nein, uninteressant. So, also, da liegt unser Freund, der Kadaver rum. Mal Licht wieder anmachen, damit wir das Elend hier sehen. So. Also, rosa-lila wird das Ganze dann werden. So, das andere war auch eine interessante Diskussion. Jetzt haben wir nämlich Gleichstand. Und zwar gibt es einmal den Vorschlag, dass wir das Drillship umbauen zum Drillship. Genau, das Spawnship zum Drillship. Aber der liebe Okami, der hatte die Idee gehabt, ach, alles Quatsch, wir bauen einen neuen Driller. Macht dann viel mehr Spaß. Warum nicht beides? Wir werden das Drillship umbauen und wenn wir dann und mit dem Drillship sammeln wir Materialien, um ein Drillship zu bauen. Das ist doch auch eine super Idee. Genau so werden wir das machen. Wir werden nicht beides machen. So, apropos beides machen, wir werden ja das gucken, wie das hier in der Fertigung das aussieht. Nehmen wir das mal mit. Den Motor auch gleich. Oh, ich glaube, das reicht nämlich noch. Doch, das reicht. Wir sind stahlplattentechnisch fertig. Und können wir hier weiter hochschweißen. Okay, da oben fehlen noch ein paar. Dann geht es aber weiter mit Motoren. Da fehlen jetzt noch zwei Stück. Hallo, Motörchen. Ich hoffe mal, die Produktion klemmt nicht. Die Produktion klemmt aber. Woran klemmt sie denn? Oh, 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 oh. Ich sehe, dass wir wahrscheinlich kein Kobalt mehr haben. Mal gucken. Nicht, dass wir out of Kobalt sind. Sieht aber ganz danach aus. Kein Kobalt mehr. Also ganz doofe Idee. So, aber Kobalt werden wir jetzt noch nicht sammeln. Wir werden aber weiter Eisen sammeln. Und dann mal gucken, noch mal Kobalt bekommen. So, auf den wechseln hier. Machen wir mal was nützlich hier erstmal mit dem ganzen Quatsch hier. So. Kobaltmangel. So. Genau, ist wieder voll. So, den Freund muss man dann auch irgendwie mal entsorgen. Weil es sieht ja so als Ungeziefer an, wenn der da noch so rumliegt. So. Da ist das hier aber rein. Weiter Eisen produzieren. So. Kobalt. Kobalt war ja da hinten. Jetzt kommt bestimmt eine tolle Szene, auf die sich bestimmt der liebe Ogami schon die ganze Zeit gefreut hat. Und zwar, wenn wir ablegen. So, ich habe aber gesehen, dass wir oben relativ knapp sind. Oh, oh, ha, ha, wir brauchen nicht ablegen. Hier ist Kobalt. So, ich habe noch. Das, oh, wo ist hier Kobalt? Ist das Kobalt hier? Ja, lassen wir den Scheiß einmal auf. Das Schiff rieseln hier. Egal. Kobalt. Das scheint, guck mal, was wir hier drin haben. Wir müssen sowieso ein bisschen Platz schaffen nach oben hin, damit wir ja wirklich ablegen können, sauber. Das ist auf alle Fälle Kies hier. So, Kobalt sagt er hier. So, bauen wir das einfach mal ab und schauen, was das hier ist. Und dann, das ist ein großer Brocken. Das ist auch ein großer Brocken. Wir machen mal den hier. Eisenerz, Steine. Oh, der Rest liegt alles da. Oh, hier noch, liegt noch was hier rum. Magnesium. Hier nichts mehr. Okay, werfen wir den Spatz mal da rein. Eisen werden wir gleich wieder umsetzen, ja. Das bisschen Magnesium. Können wir da reinwerfen? Halt, Eisen wollen wir doch gleich raffinerieren hier. So. Und Steine. Oh, da hinten ist auch noch Eisen. Dann mach gleich weiter mit dem Eisen. Super. Ah, hier haben wir doch noch Kobalt. Ich kleiner Depp hier. Dann wird doch Kobalt da. Also alles auf Kommando zurück. Vergießt das mit dem Ausflug. Wir haben ja Kobalt. So. Sollten wir Jetpack-Ansatz machen? Weil sonst gibt es groß Klitsch-Klatsch, wenn wir hier runterspringen.
Oh, was haben wir da noch? Eisenerz haben wir auf jeden Fall mit hier. Wollen wir das Gerät wechseln hier, sonst mache ich ja wieder alles kaputt hier. Und noch ein bisschen Eisen hier. So. Können wir auch Fußball spielen. So. Ja, während wir hier bauen, können wir darüber überlegen. Ihr solltet aber natürlich eine Aufgabe kriegen und ich hoffe mal, dass ihr euch da mehr Spaß macht und euch mehr daran beteiligt. Und zwar ist die Frage, hoppala, nicht wie packe ich jetzt meinen Schweißbrenner weg, sondern natürlich brauchen wir eine kleine Behausung. Wenn wir eine Behausung einplanen, die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das Ganze? Behausung einplanen. So. Und der Reaktor geht online, ja. Hat man das richtig gehört? So ein paar Stahlplatten werden wir trotzdem noch fertigen müssen. Produktion, Stahlplatten hier noch. Noch mal ein 100er Satz machen, ja. So. Raffinerie läuft los. Produktion. Jetzt haben wir nämlich hier Inventar. Gehen wir hier mal rein. Da haben wir hier Raffinerie. Zwei Stück am Laufen. Die produzieren natürlich jetzt kräftig los. Das Kobalt nehmen wir mal nach vorne. Weil davon brauchen wir dringend welches. Wir müssen rechtliche Motoren machen. Und sonst heißt es wahrscheinlich noch Eisen sammeln. Tata, unser Reaktor ist da. So, jetzt kommen wir natürlich zu der eigentlich spannenden Frage. Und zwar war das die Frage mit der Farbe. So, gehen wir hier in den Farbwähler rein. Wir wollten was machen in rosa. Weiß nicht, hier sowas hier vielleicht, ja. Die Frage, übernehme ich denn das? Oh, rosa. Oh, das kommt gut. Und wo haben wir denn das zarte Rosa? Mal gucken, ob wir also ein Rosa finden. Ja, wir haben auf alle Fälle immer Rot. Rot, Orange. Rosa ist auch. Ne, Rosa vielleicht in Grün. Ne, Rosa müsste dann doch hier irgendwo sein. Hm, wo ist denn hier Rosa? Das wäre immer so schlechter, der ganze hell, ja. Und da haben wir Rosa. So. Wir haben was in Rosa. Machen wir die Raffinerie in Rosa. Und den Reaktor hier in. Okay. Reaktor in Lila. An sich gar nicht mal so schlecht. Auf alle Fälle, der Reaktor sieht cool aus. Find der passt. Schön, wenn man ein Zweifarbenkonzept machen könnte. Aber ich bin mir für nichts so blöd. Wir haben jetzt einen Reaktor in rosa und einen in lila. So, was wir als nächstes mal tun sollten, wir sollten mal sehen, dass wir hier unsere Fußboden hier mal besser geschweißt bekommen. So. Fahren wir, fliegen wir hier. Ja, machen wir mal die Inge mal an hier wieder. Und sorgen wir hierfür, dass wir damit auffällig werden. So. Ah ja, wo wir stehen geblieben. Wir brauchen natürlich auch eine Unterkunft, wenn wir hier schon wohnen und hausen. Die Frage ist, wo bauen wir die hin? Beziehungsweise welche Ebene? Also, wäre jetzt die Idee, bauen wir eine Wohnung, die eher so unter der Plattform liegt? Wäre eine tolle Idee. Oder machen wir die Wohnung einfach auf der Plattform? Theoretisch wäre auch denkbar beides, sozusagen oben und unten. Aber das machen wir dann, können wir auch noch was verlinken. Oben und unten. Also schreibt es mal rein in die Kommentare, wie wir hier die Wohnung machen. So, apropos Wohnung, vielleicht sollten wir hier auch mal gucken, dass wir hier mal das nicht rosa machen. Auch schick. Ne, eigentlich wollte ich das Anthrazitfarben haben. Ja, ne. So. Und was ist hier wieder hier? Oh, das hier rüber, alles klar. Gehen wir aber gleich auf die andere. Da haben wir ja wieder was angerichtet. Uiuiuiui. So, das Anthrazitfarben. Das war, glaube ich, Schiff P hier. Ah, genau. Schiff P war das Kopieren. Also für alle, die Farbe kopieren wollen, Schiff P heißt das Zauberwort. So, die Base machen wir natürlich einheitlich. So, so und so. So. Und das da kommt dann eher in die Farbe. Hatten ja so ein schickes Weiß Anthrazit uns ja gedacht hier. So. Auch fein. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir jetzt nämlich hier mal die Blöcke setzen hier. So, ich setze mal ein bisschen hin. Ich habe noch keine Idee, wie
Ah, da benötigen wir weiteren Stahl. So, da benötigen wir weiteren Stahl. Den müssen wir wahrscheinlich erst produzieren. Nein, das war schon wieder umfärben. Ach, zu viele Spiele mit unterschiedlicher Steuerung und schon ist man ein bisschen ballaballa. So, drehen wir uns das Ganze um hier und landen wir. So, spontan gelandet. So, weil es ist nämlich auch wieder soweit, dass die Zeit rum ist für Let's Create Space Engineer. Wir haben unsere Raffinerie online gekriegt, produzieren jetzt damit, produzieren damit jetzt, jetzt weiter unsere Rohstoffe. Ganz toll. Haben auch farbkonzeptmäßig was geändert. Das wird bunt, ich merke schon. Aber egal. Machen wir schick bunte und dann passt das auch so. Wir gönn's ja halt. So, was haben wir sonst noch? Aufgabe ist klar, Wohnung oben, unten oder beides. Rein in die Kommentare. Ich freue mich schon mal auf eure Ideen. Ihr könnt auch gerne gemein sein. Also, schreibt's mal rein, wo, auf welcher Ebene die Wohnung. So, das war's dann jetzt auch von mir. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe mal, ich krieg noch nette Kommentare und Daumen nach oben. Auf die freue ich mich auch noch. Und als Dank bekommt ihr das hier. Das dolle Ding, das nennt sich Endcard. Auf der schicken Endcard gibt es eine Empfehlung von mir und anderen Kram zu entdecken. Und zwar hätte ich jetzt Empfehlung Junkbox-Ausgabe, und zwar Hospital Tycoon. Da haben wir ein verrücktes Krankenhaus zu leiten mit coolen Krankheiten, Zombie-Krankheiten, Explosions-Pup-Knall-Gas-Krankheiten. Alles doll. Das Geilste ist, man kann sich in die Patienten reinsetzen und mit denen die ganze Therapie und Praxis mitmachen. Das ist super, das ist toll. Solltet ihr auf alle Fälle euch mal anschauen. So, sonst anschauen solltet ihr auch noch den YouTube-Button. Der bringt euch zurück zum Kanal. Und abonniert ihn auch gleich, falls ihr das noch nicht getan habt. Also klicken, freuen und dabei sein. So, Social-Media-Kram, Google+, Facebook, Twitter auch dabei. QR-Code-Buttons. Wenn das zu kompliziert ist, unten in der Videobeschreibung, gerade für unsere Mobile-User, sind die ganzen Links nochmal. So, ich gehe jetzt mal erstmal eure netten Kommentare lesen. Freue mich über jeden Daumen nach oben, denn ich bin MacWurago. Und sag Servus und Ade.